Heute bin ich nochmal mit Dennis unterwegs, dem Chefentwickler von Hunt. Und zwar als Sniper-Duo, weil Dennis sehr gerne die Mosin Sniper spielt. Deshalb hat er sich bestimmt die legendäre Version, die es gerade im Winter-Event freizuspielen gibt, auf den Leib geschneidert. Für echtes Vasili Zaitsev-Feeling. Zwei Boss-Hinweise haben wir schon gefunden und die ersten Gegner wohl auch. Oh. Okay, dann machen wir doch da mal. Gehen wir da mal vorbei, ne? Gehen wir da mal hin. Guck mal, ob ich in den Sniper Tower komme. Wenn ich schon Sniper bin. Kannst du es peilen? Ist das Parish oder ist das näher? Das ist Golden Acres, so. Südlich davon, oder? Ja, ein bisschen vielleicht. Mal kurz auf dem DeLorean oben drauf. Okay. Ganz gut von da oben, vielleicht Richtung Eckes sogar schon. Ja, Eckes. Sehe leider nix. Also hier ist ein Fenster kaputt, die sind wuseln da schon im Compound rum. Das ist Hemlock, okay. Hier ist ein Fusi hinter an. Also das Gefecht scheint eher auf der Rückseite gewesen zu sein, auf der Abgewandte okay. Von dir. Ich will mal auch das jetzt noch nicht ein bisschen weiterziehen. Wollen wir uns nördlich Windy dahin machen, auf die Ruinen wieder? Also quasi östlich Parish beim Fluss? Sag nochmal, wie meinst du? Östlich Parish, Fluss entlang, da hast du die Ruinen in der Nähe von dem Holzsteg da. Und da kannst du sehr gut ach so, nach Süden ja, unterwirken. Ja, aber ich nicht bis zum Exit, ne? Ja doch, Exit, ne nicht ganz, aber du kannst halt erstmal schauen, ob wir vielleicht noch irgendwas erwischen, wenn die sich oh, hier kommt einer zu mir gelaufen. Okay. Oh. Hier drin. Oh shit. Okay, du hast schon gefeuert, er weiß Bescheid? Ich hab geschossen. Rennt die voll mit dem Messer auf so einen Zombie zu. Also hier vorne im Compound drin. Ich schmeiß einfach mal was. Nichts passiert. Aber jetzt gehen die Zombies hin, das ist gut. Ich weiß nicht, vielleicht ist sie auch in Richtung Dach. Sie ist auf dem Dach, Sniper. Okay. Sitzt direkt unterm Turm. Weg. Nice. War das Night Acolyte? So weiße, ja, weißer, ja, Night Acolyte hat in deine Richtung geschaut. Wie ist die denn so schnell da hochgekommen? Ich glaube, die sind drinnen hochgeklettert. Liegt bei der Luke oben. Schaue ich mal gerade, ob ich hier noch wen. Hier läuft noch wer rum, ja. Im Gebäude. Im Gebäude? Mhm. Also ich sehe die Leiche nicht. Eventuell ist sie rein und runtergefallen. Oh ja. Ist hier hinter. Direkt in der Ecke. Scheiße, kann man nicht durchschießen. Ihre Waffe ist durchgeklippt kurz. Sag mir, falls du die Acolyte nochmal wieder siehst. Nee, das ist die andere. Der Leiter auf halbe Höhe runtergefallen oder so. Keine Ahnung. Ist auf jeden Fall nicht mehr auf dem Dach. Nee, die steht hier vor der Tür. Hab sie. Müssten sie dann aber auch gewesen sein. Ich gehe mal hoch. Oder ich bin mir nicht so sicher. Nee, die lebt. Lebt wieder. Ja. Ist nicht auf dem Dach. Das heißt, die Night Acolyte, die lebt auch noch.
Ich habe die jetzt zweimal gedownt. Nein, Ecke liegt immer noch hier drin irgendwo. Hab sie. Sehr schön. Die Hunde, ey. Ja, da würdet ihr gerne mitspielen, ihr Arschgeigen. Jetzt dürft er. Da liegt sie wieder. Sparchi hat sie. Ja, ey, das war gut, dass du die gekillt hast. Wenig überraschend war es gut. Was macht denn das Bounty? Bounty geht zum Exit. Wie hat die den? Ach, die hat die genecromanced. Oh, nice. Die Idee war gut. Aber davor musste ich dir runtergefallen sein. Die war nämlich direkt bei der Lücke da. Die lag ja da nicht. Sonst hätte ich die so andere liegt hier draußen vor der Tür. Oder hinter der Tür von mir. Ah, ist auch eine Sparchi. Guck mal, das ist ja wie wir beide, nur schlechter. Dafür kriegen wir jetzt gleich so einen Headshot. Nochmal Geld hier. Fighten die da noch? Na gut, selbst wenn die fighten, das lohnt nicht mehr. Nee, die sind am Exit. Die sind raus. Wir können uns jetzt noch das Kleine holen. Ja, holen wir es doch. Oh ja, in der Richtung des anderen Bosses explodieren auch gerade Sachen. Kühlte Grünwald. Weihnachtsbaum. In der Weihnachtsfreckerei. Ah! Ah! Oh. Oh, als Sniper schön den Turm erobern. Triggert das dein OCD? Ja. Das, wenn ich jetzt zum Beispiel einfach im nächsten Level diese Lampe hier um 45 Grad nach links drehe und es dir immer wieder sage, würdest du wahrscheinlich auch ausdenken. Die müssen mal zuerst kaputt gemacht werden. Das geht gar nicht. So, du wolltest da oben im Fort auf dem Dach sitzen, ne? Das ist mein Lebensziel. Auf dem Fort auf dem Dach sitzen. Wo sehen Sie sich in 5 Jahren? Computerspiele, Scheißdreck. Spielt doch eh keiner mehr. Erhöhen. Das ist aber auch jetzt das erste Mal gewesen, dass ich aus... Das erste Mal seit langem überhaupt einen Sniper killen wieder. Also das Killen mit der Mosin Sniper. Aber auch das erste Mal seit langem, dass ich mich getraut habe, auf die Distanz die auch überhaupt auszupacken. Aber die hat so schön stillgehalten, weil sie natürlich auch einen Scope hatte und auch den Headshot wollte. Wir haben uns aus 10 Meter Entfernung jeweils angesnipert. Das war schon etwas affig. Wir holen und du machst die Geschenke. Ach nee, sind schon. Ich muss gerade sagen. Naja, dann. Hier liegt auch noch Geld im Eck. Ich will jetzt nicht mal schauen, ob ich dann nach Bradley irgendwas reingucken kann. Gib mir mal eine Sekunde da. Da knallt's auch schon wieder. Wo müssen die denn dann hin? Okay, die haben natürlich auch einen richtig langen Weg dann. Das heißt, ich würde da gar nicht näher ran wollen. Wo wollen wir denn lauern? Also, wollen wir schauen, ob ich Richtung Fenster einen rausnehmen kann, von hier oben. Dann will ich. Aber das will ich jetzt nicht die ganze Zeit machen, weil, also, sobald die anfangen zu banishen, müssen wir irgendwie schon eine bessere Position finden. Achso, ja, natürlich eine Idee, wenn du da High Ground machst, dass ich mal rangehe und gucke, ob ich nicht irgendwie im Nahkampf da was. Wenn du dann einen rausgenommen hast.
Ja, da ist einer oben drin rum. Wie die Spinne. Aber eine Explosion haben wir ja schon auch gehört, ne? Mhm. Und wir haben seitdem keinen Krach mehr gemacht seit der Extraction, ne? Aber gut, wenn die aufgepasst haben, wo das Gefecht war, haben die auch gemerkt, dass es nichts mit der Extraction zu tun hatte. Ach, das ist ja der Assassin. Assassin war es. Irgendwas musste ich schon wuseln gesehen. Das recht natürlich. Hier ist eine Hive aktiv. Das könnte von dir aber aktiviert sein. Und ganz im Hintergrund, da sind auch Grunts aktiv. Das heißt also, ist auf jeden Fall noch irgendwo. Geh mal rein. Ist weiß oder rot? Ne, die fighten hier drin rum. Zwei. Ich gehe wieder raus. Sie haben Armbrust. Explosive Armbrust. Komm hoch da! Nein, auf dem Dach! Dach! Ja. Oh, woran bin ich denn jetzt gestorben? Ja, der hat dich gejagt. Der hat noch nachgesetzt. Der hat tatsächlich noch nachgesetzt. Ist er wieder rein? Hat es jetzt verschanzt? Oder? Das wäre natürlich geil. Ich mach mich mal runter. Schön. Safe way possible. Ich mach dir ein bisschen Fahrstuhlmusik an. Das ist schade, der ist ja leider gerade ein bisschen umgezuppelt. Der war dann doch zu aggressiv. Ja, der hat direkt nach dem Dynamit die Pistole hinterhergenommen. Das war ganz gut. Aber ich habe Resilience, das heißt, du kannst mich gerne direkt aufstellen. Ich lieg sogar dann in so einer Hule drin. Ich lieg, glaube ich, sogar so, dass der mich gar nicht sehen kann. Oh, Wahnsinn, natürlich. Wie ist denn das, wenn du Necromanst, hört dann sofort das Brennen auch auf? Wenn du nicht mehr in der Feuerlache legst, ja. Okay. Also in dem Moment, wo du es auch anfängst. Ja. Ja, dann probieren wir das doch. Reicht vielleicht sogar, hm? Nicht. Ja, bin noch im 100er drin. Bin ich bereit? Street. Komme ich hier unten runter weg? Ja. Ja, geil. Nein, ich komme hier doch nicht weg. Doch, ich komme hier weg. Oh, jetzt kommt einer angerannt und guckt, ob ich noch lebe. Oh, brenne. Guck mal, ob ich hier rausgesneakt komme. Erstmal auf Distanz gehen. Und ja. 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 Okay, die eine kämpft gerade. Ja. Nice, super. Nice. Viecher hier bei mir. Komm nicht bei mir rum. Direkt voraus. Krähen. Die da aus dem Gebüsch. Erstmal wirklich auf Distanz. Ja, ja, groß ja, ja. Gehen. Laufen, laufen, laufen. Laufen Sie. Laufen Sie. Das ist natürlich alles keine Sniper-Landschaft hier. Ja, sind doch schon aus der Reichweite raus, würde ich behaupten. Also Windy ist wahrscheinlich
im ehesten, wo sie sich hinbewegen. Also vielleicht über die Schienen jetzt abnehmen dann. Richtung Turm, ja. Osten. Dann. Aber schon mal auf die andere Wasserseite rüber, ne? Ja, genau. Da hätten sie ihre geschlagene Beute etwas beschützen müssen. Ja, aber 25 haben sie mir schon weggefackelt. Sitzen immer noch drin. Geschenk. Yay. Hat sich wieder alles gelohnt. Bewegen sie sich ein bisschen? Ja, bewegen sich nach Osten. Also der eine hatte Explosive Crossbow und Silenced Nagant. Ja, die sind noch weiter Osten. Kommen jetzt auch rüber. Gucken, vielleicht können wir so ein bisschen in die Zange nehmen, dass einer so blockiert und der andere von Seite dann... Oh, Hunde. Da ist so viel Zeug, ich will das alles nicht triggern. Ich will sie ein bisschen totwinkeln können. Sind sie südlich von Lamba? Die Fläche von Lamba nach Hemlock so rüber. Naja, wir müssen wahrscheinlich wirklich direkt nach Osten rüber setzen, sonst ja, ja, das war ja auch irgendwann. Haben aber auch gar nicht gecheckt, ob ich glaube. Wobei, weiß ich nicht. Vielleicht haben sie einfach geguckt, ob ich noch lebe. Nein, jetzt nicht. Hive, jetzt nicht. Ich habe keine Zeit für deinen Scheiß. Nicht jetzt, Bier, ich muss arbeiten. Ja, ich sehe sie laufen. Hit auf die eine. Da muss man richtig vorhalten bei der Distanz. Ja, jetzt sind sie schon hier Hemlock am Hunde-Compound dran. Ich versuche mich davor zu setzen. Achso, nee, das sind deine Hunde gerade gewesen. Okay. Dann geht's ja noch. Sind ganz, ganz hinten laufen sie lang. Ist auf Push nicht zu aggressiv. Irgendwann setzen nee, sie nee, vielleicht nee, einen Stopp ein. Ich habe ja auch nur noch 100. Au, oh, jetzt haben sie da die eine Hive weggesprengt. Hit auf den Armbrustmann. Oh, Frau trifft mich sofort. Ja, das überlasse ich mal dir. Okay, also die Frau ist eigentlich die, die wir fokussen müssen. Der andere hat ja diese Explosive Armbrust. Ja, denn wenn du da jetzt vor dem Ausgang sitzt, dann kann ich jetzt auf der Flanke sitzen. Ich mach hier noch ein bisschen Krach. Ja, sind wir laufen weiter nach links. Wollen über den Rand entschlüpfen. Frau? Ich kann sie leider nicht sehen. Deck, Mann. Mann ist down. Die Frau hat das Messer draußen. Frau ist weg. Frau hat das Messer draußen. Naja, egal. Dann muss es sein. Vielleicht wollte sie mir gerade signalisieren, dass sie ganz gerne ein Duell machen will oder sowas, aber nein. Das ist mein Friedensmesser. Der Leute anzündet. Klar, wir können ja gemeinsam ein Friedensmesser rauchen. Ich check mal. Frei. Sorry. Freiheit.
I'm not sorry. You burned me. He has a point. Schön. Boah, jetzt ist das schöne Gewehr wieder schmutzig, aber ach. Wir können auch auf einer Exkursion gehen, dir Öl zu besorgen. Oder du bist einfach mal diese Knauserichten kaufst bei diesen zwei Plattforms. Wir fragen die Amerikaner. Jungs, wir brauchen Öl. Alles klar! Wo können wir uns abseilen? Jetzt seilen wir uns erstmal aus dem Bayou ab. Ja, das war perfekt, dass du den da getaggt hast. Dann hat er sich nämlich in der vermeintlichen Deckung hingesetzt. Und dann hat das super funktioniert mit den zwei Winkeln. Dann dachte er nämlich, hier kann mich keiner sehen. Doch. Ja, sie konnte ich auch schön zwischen der Baumgabel rausnehmen. Die hat ein Messer in der Hand. Das war so, hä, warum? Was war denn Langwaffen? Wieso schießt du nicht auf mich? Vielleicht dachte sie, es ist ein Wurfmesser. Ach, das wäre ein sehr gekonnter Wurf dann. Oder ein Entfernungsmesser. Dumme Witze, aber kluge Moves. Wir hatten Spaß, ihr hoffentlich auch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr seid die Besten und ich bin der Fabian. Bis dann.